So, liebe Freunde, ganz genau, falls man mich etwas anders versteht, ich habe ein neues Mikro, dürfte, glaube ich, der Klang etwas klarer sein. So, wir machen natürlich weiter bei Overspeed. Ja, das will ich natürlich jetzt komplett durchfriemeln. Mal gucken, wo wir zuletzt stehen geblieben sind. Oh, wir waren in einem anderen Gebiet. Wir machen schön weiter. Wir versuchen jetzt erstmal bis zum Ende zu kommen. Falls ich das schon mal erwähnt hatte. Ich weiß nicht. Liegt auch ein bisschen zu viel Zeit dazwischen. Ich gehe jetzt. Aber vorher muss ich dir noch was sagen. Du musst noch einiges lernen, Kumpel. Ah ne, sonst wäre ich ja jetzt nicht hier, ne? Ja. Und das ist ein Nissan. Eine Nachbildung von einem Nissan. Kommt, liebe Leute, kommt her. Ich will euch in Grund und Boden fahren. Wir sind natürlich im Hypercenter. Los geht's. Wir können ja mal überall fahren. Es wird zwar noch ein bisschen dauern mit dem Spiel, aber wir hoffen, es gefällt euch. So. Wir wollen auch hoffen, es wird eine Zugöde für euch. Das Spiel ist halt doch ein bisschen. Viel zum Thema Bremsen. Genau. Ach, wie gesagt. Also, vor allem, wenn man gewisse andere Rennspiele gezockt hat und dann das spielt hier, dann kriegt man wirklich einen auf den Nerv. Weil halt das Spiel hat wirklich keine feste Kamera in einem Auto. Merkt sie schwindert ein bisschen. Und ja, was habe ich mir kaputt gefahren? Und Schaltmodell, naja. So, man merkt, der Wagen trifft ganz schön am Limit. So, ja, jetzt mal Limit. Linke rechts. So, sagt in der Kameraposition. Wow, voll der Stunt. Ja, leider kann man das leider nicht abschalten. Oh, ich kriege es aber wirklich. Der zieht wirklich nach links hier. Mit ein bisschen dramatischen Kurven. Und nach rechts fahren müssen. Obwohl, rechts hat er auch schon eine abbekommen. Wir werden das Spiel komplett durchmachen und danach kommt wieder ein anderes Rennspiel. Ich glaube, ich werde der Einzige sein, der dieses Spiel durchgespielt hat. Wobei, ich kann die Leute verstehen, wenn sie es nicht spielen wollen, weil das Problem ist halt, es ist sehr eintönig. Nachdem mir halt dieser Speicherstand abgeschmiert ist, kam es wirklich nochmal, ja, willst du es doch noch zocken oder willst du doch nicht mehr zocken? Ich weiß. Und ich habe mich halt überwunden. Und falls sich jetzt jemand fragen sollte, klar, ich mache das alles hobbymäßig. Schuhe sind, wird es im Moment erstmal nicht geben müssen.
gemerkt, meine CD ist eingerissen. Und ja, ich muss mir leider erstmal eine neue CD besorgen. Sie ist nur jetzt nicht auf den Silbern eingerissen, sondern innen drinnen ist eingerissen. Und ich habe schon schlechte Erfahrungen damit gemacht. In Ordnung. Du bist dran. So, ich muss nur meine Zeit im Auge behalten. Ach, wir machen mal wieder. Wir machen mal wieder eine andere Kamera. Die gefällt mir wesentlich besser zum Fahren. Und ja, ich fahre es auch nochmal jetzt mal wieder voll gegen die Wand. Wir fahren natürlich. Ja, Kürzung. Fahrverhalten ist ein bisschen anders da. So, die erste Runde. Wie gesagt, die Rennen sind eintönig. Deswegen will ich es eigentlich so schnell wie möglich durchspielen. Ich weiß, meine vorigen Videos haben auch keine Titelbenennung. Ach komm, wir fahren noch rum. Hätte ich jetzt vorher checken müssen. Der Gegner ist weit und weit weg. Wow. Ja, ab und zu mal funktioniert das nicht. Wir blockieren ein bisschen die Räder. Es wäre vielleicht ein bisschen besser gewesen für den Entwickler hier. Ein bisschen Sprint bzw. der Gegner. Wir müssen nochmal gucken, von wem es entwickelt worden ist. Vielleicht kriegen wir auch bald wieder ein neues Fahrzeug. So, und gewonnen. Und schön weiter. Wir sammeln jetzt für irgendein Auto Teile. Ich kann es auch nicht sagen, für wen. Ja,
Ja, wir gehen schon ziemlich hoch. Wir sammeln jetzt Teile. Einfach nur Teile sammeln, Teile sammeln, Teile sammeln und dabei halt hochkommen. Level. Damit wir gegen den Obermacker können. In der Rangliste. Wie gesagt, ich habe ja gezeigt, dass man auch fallen kann, wenn man verliert. Ist vielleicht am Anfang etwas lohnenswert. Falls man jetzt kein Fahrzeug hat, was jetzt die Megapower hat. Erstmal bis zum Ende durchzuspielen, dann kann man wieder alle Bereiche, dann kann man in jedem Bereich fahren. Das ist dann doch etwas angenehmer. Wie gesagt, die schlimmste Strecke kommt erst noch. Genau. Man wird kaum Chance haben. Dann macht sich die Rettung schwerer. Mal gucken, vielleicht werde ich erstmal hier nach ein anderes Rennspiel, was ein bisschen bekannter ist. Und ja, ich habe noch ein Tuning-Spiel, Rennspiel, was noch unbekannter ist, was aber eine Open World hat. Ja, das dürfte glaube keiner kennen. Ich bin auch nur mal per Zufall aufgestoßen. Also das dürfte wirklich keiner kennen. Es wurde aber von der gleichen Firma vermarktet wie von dem Spiel. Mal gucken, wer es findet. Darf gerne antworten. So, ich bin mal gespannt, für welches Auto wir gerade Teile sammeln. Wir klettern mal schön weiter hoch, ja? Ja. Und guckt mal, wie man da haben. Neues Fahrzeug. Ein. Na, wer erkennt es? Sollten wir eigentlich locker holen? Okay, los geht's. Natürlich machen wir das mit. Und ja, falls es jemand schon erkannt hat, das ist ein Honda NSX. So, den kleinen Wagen zu machen natürlich ab. Der hat jetzt natürlich keine Chance mit einem Quattro Power. Die Strecke ist wenigstens genial.
hat schon mal keine Chance. Das macht aber nichts. Wir könnten ja beim nächsten Mal sogar den Wagen nehmen. Wenn er aber vom Fahrer nicht schlecht ist. So. Die erste Runde vorbei. Sehr langsam, er ist sehr langsam unterwegs. Das macht nichts. Er wollte ja unbedingt sein Auto verlieren. Oder sie oder er oder was auch immer. Aber jetzt nicht drauf geachtet. So, er oder vorne müsste derjenige sein. Oh, ausgesetzt, wir schmeißen unseren Wagen nicht weg. Ja, kann sich noch wehren. Wie gesagt, wenn man den Quattro hat, dann ist das Spiel schon um einiges einfacher. Und da vorne ist er auch schon. Let's go. Leider nichts mehr. Wie gesagt, auf den Namen habe ich jetzt nicht wirklich geachtet. So, und wir haben ein neues Auto. Yes. Sehr schön. Und zurück zur Garage. Und ist das nicht ein schönes Auto? Wie gesagt, sie dürfen ja keine Originallizenzen verwenden. So, mal gucken, für wen wir jetzt gerade Teile gesammelt haben. Und natürlich für den Mazda. RX8. Spoiler. Wow, hübsch, hä? Naja, ich sag mal so, über Schönheit lässt sich streiten. Ganz genau. So, und wir verabschieden uns erstmal bis zu einer nächsten Runde von Overspeed. Bis dann, euer Blacky. Auf Wiedersehen. Good night.